über die hier veranschlagten Gelder rausdenken. Das Konjunkturprogramm 2 hat eine Reihe von Möglichkeiten aufgemacht, Mittel aus der Beschäftigungspolitik noch zu akquirieren. Es stehen 400 Millionen zusätzlich vom Bund und 250 Millionen von der Bundesanstalt für Arbeit bereit, um für eine Initiative qualifizieren statt entlassen. Ich bitte zu prüfen, und wir werden das beantragen, inwieweit Bremen durch zur Verfügungstellung entsprechender Mittel Geld aus diesem Programm kriegen kann. Der bremische Anteil wäre ungefähr 5,2 Millionen Euro. Mit einer Kofinanzierung von ungefähr 1,7 Millionen Euro könnten wir 300 bis 500 zusätzliche Stellen schaffen. Es gibt Mittel des europäischen ESF aufgestockt für die Förderung von Qualifizierung während Kurzarbeit und Beratung von Unternehmen zur Beschäftigungssicherung. Auch das sind Bundesmittel, die wir möglicherweise kofinanzieren können. Aber es gibt uns möglicherweise eine Chance, etwas zu tun, nämlich eine Initiative zu gründen für eine Diversifizierung und Konversion in Industrie und Dienstleistung. Wir werden in eine Situation kommen, insbesondere wenn es Massenentlassungen gibt, wo vergleichsweise viele hochqualifizierte Arbeitskräfte spontan auf dem Markt zur Verfügung stehen. Und unser Vorschlag ist, dass wir zumindest mit einigen wenigen von denen überlegen, in welcher Frage kann man eigentlich Bremens Industrie verändern? Gibt es neue Produktkataloge, gibt es Ideen für eine nicht nur rüstungstechnische Konversion, sondern auch für eine Konversion mit der Orientierung möglicherweise auf Automobilindustrie und anderes? Gibt es eigentlich Alternativen? Das wäre eine Chance und ich finde, man soll diese Chance nutzen. Wir werden beantragen, die Armutsfestigkeit im öffentlichen Beschäftigungsprogramm zu gewährleisten. Wir werden beantragen, dass es ein Landesprogramm für sozialen Zusammenhalt und sozialökologischen Umbau geben wird, also ein Programm für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und für die Schaffung zeitlicher befristeter Stellen, um in sozialen Brennpunkten zu wirken. Wir werden trotz der Tatsache, dass jetzt gesagt wird, es gibt schon 1000 neue Lehrer, an anderer Stelle, dass wir die Doppelbesetzung an verschiedenen Schulen realisieren, erstmal 25%, also Personalverstärkungsmittel in die Schulen zu tun. Wir werden beantragen, die vorgesehenen Personalmittel für die U3-Betreuung, die ja ohnehin ab 2010 kommen soll, was auch richtig ist, möglicherweise schon in 2009 vorzuziehen. Wir werden beantragen, die Erhöhung der Mittel, die wir 2010 vorgesehen haben für das Anpassungskonzept Jugendarbeit, vorzuziehen, auch auf dieses Jahr. Wir werden beantragen, das Tagespflegepersonal nicht nur 1,50 Euro pro Kind und Stunde bekommen zu lassen, sondern 2,50 Euro. Und wir werden beantragen, dass in den Kindertagesstätten so etwas wie ein pädagogisches Frühstück geben wird. Und ich komme zum Schluss. Das, was wir vorschlagen, sind ungefähr 30 Millionen Euro Landesmittel mehr. Und sie korrespondieren unseres Erachtens sehr deutlich mit den Mitteln des Konjunkturprogramms 2. Und sie werden helfen, diese Krise im Land zu bekämpfen, vor allen Dingen auch die soziale Krise, ganz davon abgesehen, dass es wirtschaftliche Auswirkungen hat. Wenn Sie dafür Begründungen brauchen, im Einzelnen empfehle ich Ihnen noch mal ganz deutlich den Bericht zu den Lebenslagen. Da wird jeder einzelne Antrag, den wir stellen werden, hervorragend begründet, besser als wir das tun können. Ich weiß, dass es kreditfinanziert ist. Ich weiß, dass wir die Aufgabe haben, uns dieses Geld von Leuten zu holen, die es in der Vergangenheit angeeignet haben, und ich sage ganz deutlich, Sie werden es akzeptieren müssen. Sie werden irgendwann akzeptieren müssen, dass Reichtum ein ökonomisches Problem ist und dass man da auch anders vorgehen muss. Das werden Sie irgendwann akzeptieren müssen oder Sie werden grundsätzlich mit Ihren gesellschaftspolitischen Ansichten scheitern. Ich sage Ihnen, ich mache lieber Schulden. Ich mache in Bremen lieber Schulden. Ich mache in Bremen lieber Schulden, auch öffentliche Schulden, damit in Bremen kein Kind hungrig zur Schule oder in die Kita gehen muss. Im Zweifel opfere ich dafür ein Polizeiboot. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.